Verspätung, kann nicht dazwischen kommen. Es sei denn natürlich, ich habe am Wochenende irgendwas zu tun, was dann auch manchmal vielleicht, weil ich am Wochenende wenig Zeit habe, aber das ist noch eine Sache, das macht es jetzt nicht aus. Da kann man sich auch noch drum kümmern. Weil ich sag mal, ich habe ja über die ganze Woche über Zeit dann immer, und das heißt, durch mein neues System habe ich dann auch am Wochenende eine Woche eigentlich kaum was zu tun, außer vielleicht Montag. Was für mich eigentlich relativ praktisch ist, damit ich mich dann so ein bisschen zurücklehnen kann und sagen kann, ja, ich habe eine Spur zu tun. Mir fällt mir so ein, dann kommt nur diese Momente, wo ich dann sagen kann, scheiße, ich habe nichts mehr zu tun, ich will mich mit dem ganzen Neuen beschäftigen. Bin zur Stelle. Apropos Pöchen. Ich brauche noch ein bisschen mehr Pfeil und Bogen. Aber eher Pfeil. Bogen braucht man nicht allzu viel. Da braucht man eigentlich nur ein paar. Die stehen jetzt lieber hier erstmal. Rutsche. Rutsche, Maus. Armbruch schützen. Und Armbruch schützen. Die Gerberei stellen wir. Dann kümmern wir von unserer großen Steinproduktion nochmal uns mal was Kleines davon abnehmen und hier mal ein kleines, ja, jetzt ein passen würde. Achso, der Feind ist in der Nähe, ja klar. Haben sie schon wieder einen Kuhfarmkopf gemacht? Ich hasse es! Und das ist das Nervige an den KI, die machen immer wieder dein Zeug kaputt. Und das ist, dann fragt man sich eigentlich, warum die so blöd sind und einfach deine Leute angreifen, sondern immer so deine Wirtschaft. Was bei so einer kleinen Armee eigentlich relativ sinnlos ist. Sie machen etwas, was ich, oder was man eigentlich unter psychologische Kriegsweise einordnen kann. Die versuchen den Spieler, versuchen den Spieler durch ständige Angriffe auf Wirtschaftsgebäude sowas von psychisch in die Schmerzen zu. Dass man gar nicht mehr aussieht. Faust gegen den Bildschirm haut und einfach sagt, ich gebe auf, das Spiel kotzt mich so sehr an, ich halte sich mehr aus. Das ist mir einmal schon fast passiert, dass ich das nicht mehr konnte, weil die KI-Gegner mir sowas von auf die Nerven gegangen sind. Der Grundspeicher ist voll. Geil. Komm. Oh, jetzt ist der Depp da. Der Depp da am Weg. Scheiße. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Dauerklicken, bis es passt. Gepasst. Ja, jetzt sieht das scheiße aus. Schnell löschen, bevor da irgendwas drin ist. Mist. So. Alles Gebäude zerstört. Jetzt. Super. Apropos Küche. Jetzt hab ich schon wieder eure Befehle? In Bewegung. Da noch ein paar Bogenschützen braucht, damit die jetzt nicht ständig jetzt so Gebäude kaputt machen. Und bin zur Stelle. Dazu. Darum brauche ich doch kein Schwein. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Okay, die Unterlage bringt's nicht. Die ist nervig genug. Ich sehe wieder so auf. So. Okay, die Wirtschaft läuft alles besser, als man es denken sollte. Das sieht schon mal schön aus. Ich könnte meine Eisenproduktion noch ein bisschen steigern und mal gerne mehr Gold zu verdienen. Die Eisenmine muss auf Eisenerz gebaut werden. Ah, passt nicht hin. Mist. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So? Wir benötigen Holz. Natürlich. Also ich sag mal, wenn wir jetzt nicht ständig genug Bevölkerung hätten, könnte ich mir jetzt schon bald ein paar Truppen zum Angriff fertig machen. So, dann höchstwahrscheinlich nur auf Schwertkämpfe und ein paar Katapulte. Okay, was heißt ein paar? Eine Menge Katapulte. Das ist meine Kriegsweise. Eine Menge Katapulte, alles im Gegner wieder ran. Und dann hast du es eigentlich schon wirklich fertig. Da gibt es bloß ein Problem. Wo stellen wir den Kack hin? Den Kack stellen wir
hier. Den Skat stellen wir hier hin. Boah, sieht schön aus. So. Die Eisenlinie muss natürlich auf Eisenerz gebaut werden. Eisenlinie muss auf Eisenerz gebaut werden. Oh, das hätte ich nie gedacht. Die Eisenlinie muss auf Eisenerz. Ich will doch auch keine Eisenmine bauen. Mensch. So. Dann mache ich mich mal ein bisschen aufrüstungsbereit. Ah, schön, Kacke. Handel geht schon mal. Super. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Ach, Mist. So, genau, stellen wir die Mühle mal ein bisschen weiter abseits, damit die nicht so schnell produzieren können, damit dann immer noch Funktionalität dahinter ist. So, funktioniert. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Jetzt kriegt ganz schön aufs Geld. Ups. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Ups. Upsala. So. Wo sind meine Fellmacher? Wo sind meine Fellmacher? Wo sind meine Fellmacher? Und stellen wir alle mal auf. Die arbeitslos. Jetzt seid ihr alle arbeitslos. Jetzt kann ich sagen, haha. Scheiß die Bäckerei, wer steht da jetzt? In diesem Gebäude ist gerade ein bisschen klein. Ist ja klar. Ich bin hier in den Weg. So ein Mist. Wir können hier nur drei kaufen, ist das Kacke. Und ein paar Streitkolben kommt vor. Es werden Rekruten benötigt sein. Könnt ihr schon so Streitkolben? Nein, es werden keine Na okay, das wird Gold benötigt. Unsere Schatzkammer leert sich. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir haben noch nicht genügend Güter. Oh, die Verteidigung klappt soweit. Das ist doch schon mal ganz schön. Jetzt können wir uns wirtschaftlich noch ein bisschen aufpacken. Pippen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Jetzt sind 83 Euro an der Stelle unmöglich. Das kann ich so ein bisschen nicht verstehen. Die können während das Ding brennt weiter bauen. Also weiter einfach so arbeiten. Aber wenn ein Feind in der Nähe ist, der dann so ungefähr 10 Kilometer neben euch wegsteht, dann müssen wir so. Nein, geht nicht. Da hinten steht jemand, da können wir nicht spawnen. Aber der ist so weit weg. Trotzdem können wir da nicht spawnen. Okay. Das ist mal wieder typisch. Ihr habt nicht genügend Güter. Und eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Es werden des Schweins. Sein. Schweini. Ihr habt nicht genügend. Ach so, wir haben nicht genügend Leute. Ja, kannst du doch mal sagen. Mensch, ständig sagt er allen möglichen Kack, aber dass wir nicht genug Leute haben, das sagt er auch nie. Okay, er sagt immer, wir haben nicht genug Rekruten, aber das sagt mir so viel, dass ich jetzt ein neues Haus bauen muss. Danke für die nette Information. Den wir haben nicht genug Holz. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Katapulte werden bestimmt irgendwie eine Menge Gold ausmachen. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, sehe ich, dass meine Folgenlänge ausreichen wird. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Die Truppen des Schweins greifen an. Und Schweini greift an. Doch, das mittlerweile ist so wichtig, weil der jetzt so einen winzig kleinen Truppen angreift. Was ich auch manchmal komisch finde, die greifen immer mit so einem kleinen Truppen an, statt dass sie mal eine ganz geballte Macht schieben und dann sofort alle drauf schieben. Nein, das müssen immer kleine Truppen sein, die sowieso keine Chance haben. Hoffe ich zumindest.
nicht, wo die Produktion haben, müsste es eigentlich relativ gut laufen. Glaube ich zumindest. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, Herr. Wir haben aber echt verdammt wenig Leute. So, in den Häusern müsste es ja eigentlich nicht liegen. Da haben wir eine Menge. Ich glaube mal, ich mache etwas, was dazu nicht allzu. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Wenn es ein bisschen beliebt hat. Das Volk huldigt euch, Sire. Jetzt mögen sie uns. Jetzt kommen sie viel schneller. Aber immer noch arsch langsam. Gucken wir mal ein Spieltempo ein bisschen hochdrehen. Ja? Ja, Herr. Ja, Herr. Okay, jetzt haben wir die nötige Streitleutenmenge. Ja. 60 Stück, das klingt schon mal lecker. Ja, nicht lecker. Stark. Stark. Also wenn ich mir so anschaue, dass der auch noch Ballisten hat, dann habe ich schon wieder so eine Vermutung, dass das hier eine richtig kalte Mission wird. Denn die können nur von vorne angreifen und... Nein, noch das ist also nicht. Und... Oh. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, dann... Da braucht man eine Menge Katapult. Aber echt sau viele Katapult. Hatte der gerade gesagt... Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Okay. Euer Gnaden. Ruhig. Ruhig, Brauner. Das kann man ganz einfach regeln, indem man das macht, was sich ausruhen der wirtschaftlichen Leistung mit. Wir benötigen Stein. Das ist kein anerkannter Fachbegriff, das ist einfach nur ein paar Worte, die ich jetzt gerade zusammengedichtet habe. Aber ich lasse es mal gelten. Sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Das Schwein schickt immer noch Truppen in unsere Richtung. Auch wenn sie fast 90% drauf waren, sind ohne noch nur den geringsten Erfolg hinzukriegen. Psychisch haben es nur ein kleines Volk erlangt. Aber ich glaube, das ist alles, was für das Schwein zählt. Kleiner Sieg, alles. So, das kann man eigentlich auch ein paar Getreidefarmen mehr bauen. Mit 1, 2, 3, 4, das müsste reichen. Dann sollte unsere Brotwirtschaft auch bald wieder am Laufen sein. Eure Beliebtheit rückelt. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Gerade allzu erfolgreich. Aber aus Gold kommt schon die Kassen. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das wird jetzt nicht. Was? Das Volk liebt euch. What the fuck? Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Okay, wir sollten vielleicht noch ein bisschen mehr Bier verkaufen. Bier. So kann man die Leute hier beeinflussen. Ganz einfach. Die beschweren sich so, die Steine sind viel zu hoch. Dann so, braucht man einen Schinken. Haben sie keine Schwänger. Super, du brauchst Bier an. Mehr wollten wir doch nicht. Und wir saufen uns die Steuern einfach weg. Und geben somit noch mehr Steuern. Apropos, was sagen die eigentlich zu mir? Ja? Eure Beliebtheit steigt. Das Ende naht. Ich fürchte mich, mein Lord. Sie fürchten sich vor den Steuern. Okay, ja, danke. Das Ende naht. Wir sind verloren. Ich sag mal. Das Ende naht. Jetzt ehrlich. Die kommen nicht mal ansatzweise in die Linie, mein Abo. Das zum Thema psychologische Kriegsführung. Nein. Mann, was habt ihr denn für eine kurze Reichweite? Ich kann dir jetzt...
Ist jetzt und so. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ich muss also noch nachbauen. Nicht mehr Holz. Das hat jetzt auch Besseres zu tun, als mich um diesen Mist da zu kümmern. Wir haben nicht genügend Güter. Okay, die Lederhandschuhe können wir auch verkaufen. Nicht mal nicht allzu viel, aber ein bisschen. Gut, was wollte ich jetzt endlich gerade noch machen? Jetzt habe ich vergessen, was ich machen will. Ach so, ja, schenken. Ja, wollen wir unsere.